Hier ist wieder Dan28 und das hier ist Dan28Tube mit einem neuen Video. Diesmal geht es hier wieder um Roblox. Beziehungsweise um meinen eigenen Server. Was man wahrscheinlich auch sehen kann, weil ja, es ist noch alles im Bau. Dieses Mal jedoch geht es wieder um einen anderen Server. Nicht mehr um Craft City, sondern um eine andere Stadt. Zu welcher man aber eigentlich sagen kann, sie stellt die Nachbarstadt dar. Ich muss jetzt aber erstmal den Ton runter machen, damit man mich auch hört. Ich sitze jetzt hier in der Straßenbahn und fahre jetzt einfach ein bisschen. Es stimmt, rein theoretisch müsste man jetzt da gleich die Bahn vorbeifahren sehen. Oh, warte. Bin wieder da. Ich glaube, ich hatte die Straße mal verpasst, gell? Ach nee. Da kommt's ja erst. Da kommt's erst hoch. Ich war gerade an der Tür. Post. Aber nicht für mich. Oder sonst was. Egal. Ja, da ist die Straßenbahn. Ach, so sieht es also aus, wenn sie dann vorbeifährt. Das habe ich ehrlich gesagt bisher noch nie gesehen. Alter! Alter! Alter, ist die schnell! Mal sehen, ob sie... Alter! Also ich glaube, in die kann ich nicht wirklich einsteigen. Alter, du Arschloch! Du scheiß Arschloch, Alter, ich schwör! Allah! Lass mich einsteigen! Oh, du Wichser, Alter, ich... Mann! Ach, scheiß drauf!
Die entgleist gleich eh. Die entgleist gleich eh. Habe ich ja gesagt. Behindertes Ding. Ich schwör, was ist das? Scheiße! Oh, bleib doch stehen! Alter! Bleib! Oh, nee, jetzt kann das nicht mal, Alter. Erstmal gucken, wie viele Minuten schon vergangen sind. 5 Minuten! Mann, ich... das ist falsch. Ich wollte eigentlich das Team wechseln. Gucken, ob es klappt. Da stimmt was nicht. Da stimmt etwas nicht. Ich wollte jetzt gerade das Team wechseln. Habe ich ja vorhin auch irgendwie geschafft. Ah? Was ist das gerade? Ja, ich weiß schon, was es gerade war. Ich habe gewechselt, aber... Hä? Aha! Jetzt klappt's also. Jetzt klappt's, okay. Ja, es ist halt so, der Server dort trägt den Namen Sagenera City. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Wort gekommen bin. Jedenfalls, es gibt hier mehrere Teams. Einmal Sagenera City Police Department, dann die Racer. Das ist halt einfach so ein Spiel, wo man perfekt Polizei gegen Racer spielen kann. Ähnlich wie Need for Speed. Da ich mich aber nicht auf so etwas konzentriere, gibt es halt auch mehr. Es gibt die Stadtbewohner. Aber auch wie da oben ist aber ein Stück mehr. Da steht nämlich auch Touristen. Wenn man nämlich in das Spiel hineinkommt, dann ist man zuerst ein Tourist. Also ein Besucher. Versteht sich ja. Erst dann, wenn man auf Citizens klickt, kann man dann ein Stadtbewohner sein. In diesem Fall kann man jeden Job machen, die nicht hier auf dieser Liste sind. Klar, hier sind welche auf der Liste, aber das sind halt eher größere Dinge. Jetzt nicht solche hier so ein Donutladen oder so. Das ist nebensächlich. Okay, dann eben hier gibt es das Polizeiding. Und ich kann wieder nicht wechseln. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Das heißt, das Polizeiteam geht nicht. Ich kann wahrscheinlich jetzt überall wechseln, nur nicht in das Polizeiteam. Das ist nicht gut, wie schon gesagt. Muss ich demnächst wirklich noch bearbeiten. Wie schon gesagt, der Server ist ja noch im Bau. Also, ich gerade bin jetzt im Racer-Team. Warte. Als Racer spawnt man hier in dieser Halle. Jetzt denkt man sich also so, warum? Was ist hier? Hier ist ja gar nichts. Das kann ich erklären. Hier werden irgendwann Autospawner sein, mit denen man Autos spawnen kann. Und so halt schon recht coole Autos, Lamborghini oder so halt. So, dann gibt's da hinten das auch irgendwas für die Racer. Unser Garagen. Das erkläre ich ein anderes Mal, wenn der Server weiter ist. Jetzt gibt's aber auch das Taxi-Team, in das ich jetzt spawne. Ich werde jetzt eher also Dinge zeigen. Hier eben ist das Taxi-Team. Hier das Taxi mit dem Namen der Stadt, Sagenera City, und dann eben Cab. Weil das ist das Sagenera City Cab. Die Taxistation an sich ist leider noch nicht fertig. Das tut mir auch leid, es ist halt so... Die gesamte Gegend hier ist noch gar nicht fertig. Und deshalb konzentriere ich mich nicht darauf, sondern erstmal da hinten auf das Gebiet. Leider kann ich jetzt nicht das Sagenera City Police Department Team zeigen. Hat mir ja gerade gesehen. Ich gehe jetzt wieder in das Citizen Team.
Wie schon gesagt, als Citizen kann man auch, nur weil man Citizen ist, heißt es nicht, dass man nichts machen darf. Man darf schon Dinge machen. Zum Beispiel ist es so, als Citizen darf man in jedem Job, also in jedem Job arbeiten, den du eigentlich willst. Das heißt, also alles, was halt möglich ist. Du kannst bei McDonald's arbeiten, bei Burger King oder sonstiges halt. Alles, was halt nicht da oben steht. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die der normale Spieler an sich leider nicht kann. Das ist zum Beispiel Wohnen. Ich kann das, weil ich habe, weil das ja mein Server ist, habe ich hier zum Beispiel ein eigenes Haus. Zwar recht klein und so, aber wie ich immer sage, ich brauche nicht viel. Ey, mein Kühlschrank hat nichts zu essen. Anders als mein echter Kühlschrank. Der ist voll. Halbwegs. Dann gibt es hier auch Beleuchtung. Und hier geht es eben wieder raus. Ach. Einen Vorhang habe ich auch. Aber ich lasse ihn lieber zu. Auch wenn ich es hier tatsächlich gar nicht brauche. Das ist ja in einem erhöhten Stockwerk. So wie ich es eigentlich gerne habe. Ich hasse es, im Erdgeschoss zu wohnen. Okay, ich guck mal kurz nach. Okay, das Video ist jetzt schon 11 Minuten. Ich mach exakt einfach weiter, weil ich habe noch einiges zu sagen. Dann brauchst du halt wieder 30 Minuten, bis, ich meine 3 Stunden, bis es lädt. Okay. Ich werde jetzt das letzte Team zeigen, aber noch nicht das Ende des Servers. Ich gehe jetzt in das Freddy Fazbear's Pizza Team. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Spiel Five Nights at Freddy's. Ich habe jetzt hier so eine Art Pizzeria gemacht. Nicht die originale Map, sondern aus meinem Kopf heraus das eigenes halt. Sieht man ja, das ist unmöglich die Original Map. Wie schon gesagt, soll das auch nicht so sein. Man hat aber hier, das ist halt der Sicherheitsraum mit dem Hinterausgang. Ich habe es halt etwas realistischer dargestellt. Deshalb ist hier ein Hinterausgang. So wie hier die Kameras. Scheiß Grafik. Aber ansonsten gut. Okay, die zeigt nichts. Ah, das ist die von vorhin. Das ist die Außenkamera. Ja, ich habe Außenkameras. Wie schon gesagt, es sollte nicht wirklich das originale Restaurant darstellen aus den Spielen, sondern ein eigenes aus meinem Kopf. Deshalb gibt es ja auch Außenkameras. Dies ist auf den Heimat gerichtet. Nice. Dann hier die andere Kamera. Diese zeigt auf den. Ich glaube, das ist ein Donut. Glaube ich. Dann der Innenraum. Nochmal der Innenraum. Ja, okay, ich habe es keinen Bock, die nur die Kamera zu zeigen. Hier liegt Golden Freddy. Hier noch mehr Überwachungskameras. So, und hier sind die ganzen Animatronics. Hier ist Chica, Bonnie und eben Freddy. Freddy sieht anders aus. Der ist auch der Einzige, der sich tatsächlich bewegen kann. Übrigens kommt er hier nicht durch, weil hier ist eine Wand. Weil sonst geht der auf den da los. So, jetzt habe ich auch das hier gezeigt. Ah, tatsächlich. Die Kamera hier zeigt den Donut. Okay. Und das ist der Heimat. Hier ist ein kleiner Burgerladen. Ventilator. Der Innenraum muss aber noch gemacht werden. Da kann man dann als ein Citizen arbeiten.
Es gibt ja auch Werbung von The Court. Viele werden sich jetzt fragen, was ist The Court? Das ist eine Hotelkette in Traverse City, einer anderen fiktiven Stadt von mir. Somit soll es eben zeigen, dass die beiden sich im selben Universum befinden. Zwar nicht auf demselben Server, aber in demselben von mir erschaffenen fiktiven Universum. Im Hintergrund ist Werbung vom Karlsruher Institut für Technologie, der Universität aus der Stadt, in der ich lebe. Lol. Es ist recht weihnachtlich dekoriert, sieht man hier. Ja. Das klappt immer noch nicht. Okay, ich gehe jetzt zurück zum Citizen Spawn. Ja, jedenfalls jetzt nochmal an die Leute gerichtet, die das zocken wollen. Als erstes, ich werde den Link des Servers unten in die Beschreibung hinzufügen. Zweitens ist es so, wenn ihr jetzt eben so reinkommt und sagt, oh, das sieht da scheiße aus, hier ist ja überall nichts. Bitte bedenkt, das ist noch im Bau. Es wird noch viel mehr hinzugefügt. Auch werde ich versuchen, mehr Häuser zu bauen und so. Was ich auch versuchen werde, ist, dass man ein Kaufsystem bekommt, sowie ein Speichersystem. Dass also alles, was man gemacht hat, gespeichert wird, dass er mir solche wie das, dass man wieder spawnt zum Beispiel, dass man sich immer wieder ein Haus hat. Immer wieder. Das will ich versuchen, dass es klappt. Aber auf sowas konzentriere ich mich erstmal nicht, sondern eher um die Gebäude, damit hier überhaupt was wird. Ich kann eines nochmal bestätigen, es wird irgendwann wieder ein Video kommen, wenn es mehr gibt. Es sollen auch bald neue Teams hinzugefügt werden. Zum Beispiel die Müllabfuhr. Also teils die Müllabfuhr. Dieses Team wird heißen City of Stationary City. Also das halt, die Müllabfuhr dort ist komplett mit der Stadt. Das heißt, man kann dann in diesem Team kann man eben die Müllabfuhr fahren. Vielleicht auch Straßenkehrmaschinen oder so. Und generell Dinge. Dann wird es noch das Verkehrsbetrieben Ding geben. Mit dem arbeitet man dann in der Verkehrsbetriebe hier und kann dann eben die Straßenbahn, Busse und die U-Bahn fahren. Die ich übrigens noch nicht gezeigt habe. Egal, beim nächsten Mal. Und somit werde ich jetzt sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann bis zum nächsten Mal. Sorry, ich meine, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr keine neuen Videos verpassen wollt, dann drückt auf die Glocke. So, das war's jetzt. Bis morgen, wo ich